besonders und lieben das auch sehr, wenn wir auch irgendwie geliebt werden, eine Resonanz besteht. Also, Sie merken es wirklich. Das ist, was jeder Mann in Salzburg Brabant geht immer an und morgen kein Gewinn. Eine Gruppe mit ungarischen Melodien aus der Csárdás-Fürstin und dem Zsigarban. Thank you.
Morgen, Kitzbühel. Heute geht die Reise nach, ja, an Chiemsee, nach Bayern. Wir haben heute Nacht wieder leichten Frost gehabt. Ansonsten reißt die Bewölkung jetzt auf. Und wir hoffen auf die Sonne geht auf. Den Kaiser. Wir fahren zum Chiemsee.
Chiemsee. Nach Bayern. Das Kaisergebirge. So, diese Orgel, die ertönt ab. Sag mal, schon die Festung? Auch komplett nackt. Sehr gerne. Mit Burg von Kufstein. Josef Mader. Der Grüne in von Kufstein oder in Kufstein. Burg oder Festung Kufstein. Was ist denn da? Die Kirche. Der Raucher. Oh, die habe ich schon, gelesen. Die muss man kaufen, nicht filmen. Alles kann man ja nicht kaufen. Hier geht er. Der Raucher, das weht mir. Oh, die Feder muss man vor. Markt und Kufstein. Kufstein, der sogenannte Grüne Inn. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut kann.
Ja, dann wollen Sie was essen? Nee, später, später. Ja, danke. Ja, können Sie nachher einmal die Karte? Später. Nee, brauchen Sie nicht. Sie können. Am Wege. Aber wir haben noch keinen echten Tiroler hier. Kein? Die Wolkenfetzchen sind die Möchte sonst da einer was? Ja, klein. Aber immer. Ja. Zwei Grüne. Zwei Grüne. Zwei Grüne. Ja, so, das sind 6 Mark und bitte. Danke, 6 Mark. Doch, ich weg nicht kurz. Warte mal, mal privat. 6 Mark und 15. Moment. Ja. Und hier? 100. Ja, 6 mal 5, 7, 10, 15. So. 4 Cent. Können Sie nichts verdienen, wenn Sie so machen. Also wenn man von Kufstein redet, gell, und von den Frauen, hat er natürlich viele Leute kennengelernt. Aber der war auch so gewesen. Fährst du? Rechts. Hat diese Berg gemacht, hat sich geweigert, halt den Berg gefunden, am Mantua gebracht und dann 1810 erschossen. Das glaube ich. Das glaube ich. Und im Schwarzwald auch durch die Region. Ja, ja, ja. Ein Mann, der mit Waschbecken und ein Zuhörer in der Schicht. Ja, boah, das müsste Bayern sein, hier stand Staatskern. Gehege, ganz Gehege. Jetzt sind wir wieder in Deutschland. Ja. Dann sind Sie netter zu uns. Ja? Ja, so ist das. Das stimmt schon. Den Nerv hat man gar nicht, ja? Dann gibt man das eben den Anwalt und der soll sich dann Gedanken machen. Es geht manchmal um ein Ass und ein Ohr. Hat jeder seinen eigenen Vogel. Ah, ne, glaube ich. Um 10.40 Uhr fährt ein Schiff weg. Also das wäre optimal. 10.40 Uhr. Wichtig, dass alle gemeinsam gehen, weil dann vor dem Schloss müssen wir und also die Mitte, also ich warte dann noch natürlich auf die, die noch nicht da sind, sie können auch natürlich allein zurückgehen, sie können auch mit der Kutsche fahren. Wenn sie dann noch ein bisschen boomen oder was weiß ich, also auf Postkarte achten, das ist die letzte Möglichkeit, nämlich, weil da hört keiner 40 Minuten lang dann, 30 müssen es unbedingt mit diesem Schiff, aber wir treffen uns dann beim nicht erwischen, meine, das ist schon passiert, die erste Woche, deswegen weiß ich das aber. Wir werden uns Mühe geben. Also spielt auch immer mehr eine wichtige Rolle in Österreich. So nimmt eigentlich zu. Ja. Da ist schon die Grippe aufgestellt. Da gibt es das ganze Jahr. Ja, ja. Süß, dass es das ganze Jahr gibt. Das ganze Jahr. Ich habe immer Weihnachtsmann, Erik. In Bayern hier? Ja. Da werden die verschiedenen Berufe vom Dorf dargestellt. Also nur die 12. die in der Stadt. Sehen die kleinen Dinger da. Dafür, auf dem Haus da vorne? War dabei, ne? Nein, das ist kein Busfach. Ja, aber das will ich mir nicht bieten lassen. Ich brauche das Bett von der Bahn. Wo geben Sie ihm das?
Ich auch nehmen. Den Rest machen wir trocken mit den Hosen. Das gibt es doch nicht. Mir ist das egal. Ich bin so gut. Links. Ja, in der richtigen Position war der zurecht. Alles für Eisen getreten. Hast du einen Brauch? Na klar. Aber die müssen wir. Oh mein Gott. Laufen. Ja. Nina. Und dann hat sie angerufen und er am Telefon hat allerhand mit Posen gesagt. Das Herrenschloss auf Insel Chiemsee. In der Mitte soll da. Ja, das ist alles auch gut.
und von König Ludwig dem 15. im Rohbau. Dem König ging nämlich 1885. Nun aber zu diesem Raum, zum sogenannten Prunktreppenhaus. Wenn Sie sich einmal mit Marmor gearbeitet wurde. Aus echtem Marmor ist hier aber nur der Fußboden, die Treppe und das Brunnenbecken hinter mir. Der Rest. So, bevor wir jetzt draufgehen und mit der Führung so richtig beginnen. Wir sind jetzt im Saal der Leibgarde des Königs. Dort an der Wand sehen Sie die. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Sonnenkönig war das große Vorbild von König Ludwig II. Deshalb